Während der Vorbereitungen für das alljährliche Reitturnier stürzt Karl vom Pferd und verletzt sich. Kaiserin Sophie erlaubt Sissi, für Karl beim Wettbewerb einzuspringen. Vielen herzlichen Dank, Majestät. Keine Vertraulichkeiten. Ein geheimnisvoller maskierter Reiter imponiert Helene. Das ist der, den ich will. Der Unbekannte stiehlt Wirbelwind, aber Toni und die Kinder machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Sissi hat ihren geliebten Wirbelwind wieder. Oh, danke, Kinder. Ich danke euch vielmals. Of tenderness, eyes of blue are softer than a sigh. No one there to take away her loneliness. Many nights that little queen would cry. See the lucky couple walking hand in hand. Never ever will she feel alone. Sissy, and so far away from sorrow. Sissy, you're the queen of fantasy. Sissy, always flying to tomorrow. No more pain and no more sorrow. Life's so wonderful to be. Sissy, never ever feeling lonely. Sissy, see the rainbow in the sky. Love is deeper than an ocean and true love will never Prinzessin, Wirbelwind muss den Kopf schön hochhalten und den Schritt immer schön gleichmäßig halten und immer schön graziös. Fabelhaft, Prinzessin, Sie sind bestens vorbereitet für die Dressurprüfung. Bravo, Sissy! Bravo, Sissy! Danke, Lord Butterscotch. Wenn ich das Reitturnier gewinne, habe ich das Ihnen zu verdanken. Halt, nicht so schnell. Außer der Dressurprüfung sind da noch zwei weitere Wettbewerbe. Das Springreiten. Wirbelwind ist begeistert von Hecken, Wellen und Gattern. Und zu guter Letzt die schwierigste Prüfung, der Geländeritt. Der liegt dir ganz besonders, stimmt's, Wirbelwind? Das hoffe ich, denn um Sieger des Reitturniers zu werden, muss man wenigstens zwei der drei Prüfungen gewinnen. Ich werde siegen, für das Waisenhaus. So langsam fange ich an, ihr zu glauben. Wenn die Waisenkinder nur hier sein könnten, um ihren Sieg mitzuerleben. Da, schau mal! Also, ist die Meisterreiterin bereit? Aber sicher. Seile, Netz, Rolle, Kurbel, Axt und ein Schlafmittel. Perfekt, perfekt. Unsere kleine Prinzessin hat keine blassen Schimmer, was wir alles in petto haben. Feldmarschall, ich habe einen Befehl der Kaiserin an Sie. Das alte Waisenhaus ist noch heute von allen Bewohnern zu räumen. Aber das Reitturnier, ich bitte Sie, Exzellenz, das geht heute nicht. Beruhigen Sie sich, Feldmarschall. Ich würde doch nicht im Traum daran denken, Sie das Reitturnier verpassen zu lassen. Sie brauchen nur ein paar Männer zu suchen, denen Sie vertrauen können. Die Kaiserin möchte die ganzen Kinder dort draußen haben, noch bevor das Reitturnier zu Ende ist. Vertrauensvolle Männer suchen! Hast du das gehört, Pucki? Besser, wir erzählen es gleich den anderen. Diese Unmenschen, arme Waisen einfach auf die Straße setzen zu wollen, so mit schutzlosen kleinen Kindern umzuspringen, wie grausam! Ich gehe und sage es Sissi. Das lässt du schön bleiben. Sie würde das Reitturnier verpassen. Und sie muss es gewinnen. Sie haben recht, Lord Butterscotch. Du und Gräfin Mathilde, ihr müsst einen Weg finden, die Soldaten hinzuhalten, bis das Turnier vorbei ist. Keine Sorge, Lord Butterscotch. Das werden wir. Und was mich angeht, ich werde auf Sissi aufpassen und versuchen, diesem üblen maskierten Reiter in sein finsteres Handwerk zu pfuschen. Reha! Meine Herrschaften, Ihre Majestät, die Kaiserin und Ihre königlichen Hoheiten, erheben Sie sich bitte. Meine
kaiserliche Reitturnier von Wien für eröffnet. Dann schlag mal schön, du Teufel. Nicht Wirbelwind. Entschuldige, getrunken wird erst wieder nach dem Turnier. Aber Gräfin Mathilde, gibt's denn gar keine Möglichkeit, dass man beim Pferdeturnier zuschauen können? Oh, ich fürchte nein, wirklich nicht, Hannah. Kaiserin Sophie würde es niemals erlauben. Das ist schade, jammerschade. Ich hätte so furchtbar gern gesehen, wie Prinzessin Sissi das Pferdeturnier gewinnt. Weißt du, mein Schatz, das Wichtigste ist doch, dass unsere Prinzessin überhaupt gewinnt, um unser Waisenhaus zu retten. Gräfin Mathilde, die Soldaten! Aber was ist denn los, mein Junge? Schnell, die Soldaten! Sie kommen hierher, jede Sekunde. Aber was ist denn? Was ist denn los mit dir? Mach hier deinen Rückenschall. Ja, aber. Bravo. Einfach lächerlich. Ja, ich komme ja schon. Sie müssen ja nicht gleich die Tür einschlagen, Sergeant. Wir haben Befehl, die Kinder, die sich in diesem Haus befinden, an einen anderen Ort zu bringen. Kinder? Aber was denn für Kinder? In diesem Haus hier sind keine Kinder. Das werden wir ja sehen. Also los, Männer, durchsucht das Haus von oben bis unten. Aber wenn ich es Ihnen doch sage. Oh, Sie ungehobelter Kerl. Sie haben kein Recht, hier einfach einzudringen. Der Gewinner der Dressurprüfung ist der maskierte Reiter. Bravo! Ja, bravo! Und die Prinzessin Elisabeth. Es ist ein Unentschieden. Einfach lächerlich. Es kann nur einen Sieger geben. Zwei sind unmöglich. Ich schlage ein Stechen durch den Fächerwettbewerb vor. Ja, ein Stechen durch den Fächerwettbewerb. Wer den Fächerwettbewerb gewinnt, ist der Sieger der Dressurprüfung. Maintenant, Salto Mortale.
hast deinen Fächer fallen lassen, Helene. Der Gewinner der Dressurprüfung ist Prinzessin Elisabeth. Oh. Majestät. Sucht's überall, Männer. An jedem möglichen Ort. Unterstehen Sie sich, das Bett zu zerbühlen. Sehen Sie? Jetzt müssen Sie es wieder neu machen. Und zwar sofort und wie es sich gehört. Unterstehen Sie sich, den Schrank zu öffnen. Ich habe Sie gewarnt. Jetzt werden Sie alles wieder fein säuberlich einräumen müssen. Nein! Au, au, autsch! Das geschieht Ihnen ganz recht. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass niemand hier ist. Jetzt schauen Sie sich das einmal an. Diese Stege da, wo führt die hin? Auf den Speicher. Da oben ist nichts, Sergeant. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, eine morsche Stiege hinaufzusteigen, und wenn Sie Freude an katzengroßen Ratten haben, dann tun Sie sich keine Zwang an. Und? Klappt es? Da, schauen Sie selber. Perfekt. Perfekt. Hundertprozentig perfekt. Hinaus jetzt, hinaus. Es gibt hier nichts mehr zu sehen für Sie. In Ordnung, in Ordnung. Wir gehen. Ich glaube, Sie dampfen ab. Pucki, nein. Pucki, bleib hier. Komm sofort zurück, Pucki. Jetzt haben Sie selber gesehen, dass keine Kinder mehr hier sind. Das müssen die Ratten sein. Ganz schön laut, diese kleinen Viecher. Buschwerk? Eine neue Züchtung? Aber da muss doch was im Busche sein. Oi. Macht euch fertig, Leute! Sie kommen! Und? Nix erscheint. Nicht einmal eine Maus. Nein, aber Ratten. Feuer frei! Attacke! Hetz auf! Los, wir los! Ich bin doch ein Griesbaden! Neu aus, Johann! El Toro! Hindernisse sind präpariert. Schnell schnuffeln, wir müssen Sissi warnen. Vorwärts, Wirbelwind! Sissi, passen Sie auf! Ja. Zu spät. Der Sieger der Springprüfung ist der maskierte Reiter.
Kommt raus, Kinderchen. Ja, kommt raus, wir tun euch nichts. Lasst ihr uns hier im Waisenhaus bleiben? Auf keinen Fall. Der Befehl der Kaiserin muss strikt befolgt werden. Prüfung des Turniers, der Geländeritt. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, du, Pferd! Scharfes Taschenmesser im Sack und auf die Nase fällt das Park, was, Schnuffel? Wollen wir ein kleines Tänzchen wagen? Was? Dich werde ich leer, du kleiner Halunke! So beißt ihn der Hund, der Bäume fällt zur frühen Stund. Muss man denn alles selber Hallo. Machen? Hä? Juhu! Ich habe Ihnen ja gesagt, dass der Dachboden durch und durch morsch ist. Na, wartet ihr! Wichtig! Wir kommen wieder mit einem ganzen Regiment! Excuse me, Sir. Hä? Wer finsteren Sinnes ein Netz geöffnet hält, der spürt die Axt, bevor er selbst zu Boden fällt. Wir müssen gehen. Die Soldaten werden mit Verstärkung zurückkommen. Jetzt können uns wirklich nur noch Sissi und Franz helfen. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig nach Schönbrunn, um Sissi Gwinder zu senken.
Dieses eine Mal wenigstens hat Elisabeth dem Kaiserhaus Ehre gemacht. Diese unerträgliche Sissi hat es wieder mal geschafft. Ich habe die Ehre und das Vergnügen, die Siegertrophäe des kaiserlichen Reitturniers von Schönbrunn zum ersten Mal einer Dame, nämlich meiner geschätzten Elisabeth, überreichen zu dürfen. Oh, Dankeschön. Dankeschön Ihnen allen. Und jetzt, sofern Ihre Majestät damit einverstanden ist, ist es mir eine große Freude zu verkünden, dass das Preisgeld von 10.000 Gulden dem Waisenhaus von Wien zur Verfügung gestellt wird. Aber ich bin nicht damit einverstanden. Ach, jetzt kommen Sie, Mutter. Die Leute sind begeistert von der Idee. Und sehen Sie mal, mit dem Preisgeld kann das Waisenhaus wiederhergerichtet werden, wie neu. Und wirklich? Es würde die Staatskasse keinen Heller kosten. Es soll so geschehen. Ich billige die Entscheidung, Elisabeth. Bravo! Bravo! Lang lebe die Kaiserin! Lang lebe Elisabeth! Vielen Dank, Majestät. Lang lebe Sissi! Lang lebe Sissi! Lang lebe Sissi! Lang lebe Sissi! Und Ihnen beiden auch vielen herzlichen Dank. Jubel nur, aber freu dich nicht zu früh. Du weißt ja gar nicht, wie weit du noch entfernt bist von diesen 10.000 Gulden, kleine Prinzessin. Oh,